Alter, fickt euch doch ins Knie, ey. Was soll das denn? Okay. Ah, hinterlassen auf jeden Fall einen Pilz. Oder war das jetzt nur ausnahmsweise mal? Auf jeden Fall. Geschlagen haben sie mich noch nicht. So richtig. Und auf jeden Fall geile Geister. Aus wie Aladdin aus der Wunderlampe. Immer platsch, platsch, platsch mit seinen Füßchen. Das ist richtig süß, ist das? Oh, ja. Oh, was gibt's denn hier unten? Oh, nee, da gehe ich nicht, jetzt nicht lang. Da möchte ich nicht lang. Da waren wir. Da müssen wir mal nach oben, ne? Wohl oder übel. Wo müssen wir jetzt hier runter? Okay, komm her, snack doch. Komm, 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 komm. Fickt euch so ins Knie, Alter. Das Gute ist, die brauchen eine ziemlich lange Zeit, bis die, okay. Die können mich doch ein bisschen schlagen, können sie mich. Aber es tut nicht so doll weh. Weil, kratzen ja eher gesagt auch nur. Gibt's hier was? Nö. Das war einfach nur so ein Ort. Müssen wir doch weiter hier hoch. Jetzt ist mal die Sache, wo hoch? What the fuck? Okay, wir müssen jetzt echt aufpassen. Ich glaube, ich speichere nochmal. Und? Ein paar Pilze essen. Zum Beispiel, das kommt auch nicht in der Geschichte vor, also in dem Film vor. Aber in den Büchern. Das ist ja zu den... Wow! Scheiße! Dass die halt da sind und, ja. Wo Bilbo, Sam und so weg sind. Das fand ich halt viel, 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 viel schöner. Das halt, also als Regisseur hätte ich meinetwegen auch einen vierten Film noch rausgemacht und einen fünften noch. Hauptsache, man hätte komplett die ganze Saga um Herr der Ringe so erzählt, wie es halt ist. Oh, da kommen bestimmt einige. Oh, okay. Eins, zwei. Nur zwei Stück, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das habe ich aus Assassin's Creed gelernt. Alter, verdammt. Nein, jetzt bin ich in der Lücke. Okay, einen haben wir schon mal. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ah, dich haben wir auch. Und die snacken wir natürlich auch weg. Komm. Nein. Nein. Ah, sehr schön. Muss ein bisschen Humor muss ich ja mit reinbringen in die ganze Sache hier, ne? Kann ich einfach mal so hier lassen. So, trotzdem nochmal speichern. Wer speichert, ist immer auf der sicheren Seite. Nur ich weiß, wie gesagt, nicht, wo ich hin muss eigentlich. Ob das hier schon der richtige Weg ist, wo ich jetzt hingehe? What the hell? Alter. Okay, also immer wieder ein bisschen weglaufen. Lauf, 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 lauf. Okay, jetzt wieder den nächsten. Nein! Oh, ihr werdet so abgefickt. Alter, was ist das denn? Laden die sich wieder auf? Nein! Oh, oh. Boah, alle nehmen. Nein, verfluchter... Alter, ihr müsst doch immer langsam mal tot sein, ey. Was ist mit euch denn los, ey? Okay, für jeden fehlt nur ein Schlag. Ein Schlag in der Guck, ich wollte jetzt schon wieder ein Schimpfwort sagen. Mann, muss ich mal sein lassen hier. Nochmal speichern. Sonst gucken sich das noch irgendwelche ab von euch. Gut, die meisten von euch kennen so Ausdrücke. Oh. Ein großer Haufen. Was ist das denn? Was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Okay, warte mal. Ich muss einmal kurz voll leben. So, wenn ich das weg habe. Einmal schnell speichern. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Nein. Alter, was ist das für ein Unhold? Habe ich das Dolch jetzt aus...
Ja, sicher, geil. Okay, einmal getroffen haben wir ihn. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Sehr schön, zweite Mal. Ist meistens, glaube ich, dreimal das Ganze. Komm her. Hä? Der hat mich doch weggesnackt. Nein! Boah, im letzten Augenblick noch. Mal ein paar futtern. Okay, komm trotzdem nochmal. Komm her, komm her, komm her. Okay, doch ein paar mehr, mal mehr. Ist das mein Schwertstich? Glaube ich nicht. What the fuck, Alter? Fuck off. Nein, ey. Ja, geht doch. Vielleicht ist der Name. Oh, Tom Bombadil, Tom Bombadillo, bei Wasser, Wald und Weide. Ding Dang Dillo, bei Feuer, Sonne und bei Mond. Höre unsere Bitte, Gefahr droht uns, Tom Bombadil, komm in unsere Mitte. Oh, kleine Freunde, der alte Tom ist eurem Ruf gefolgt. Raus mit dem Alter, in dem hellen Sonnenlicht. Pavarotti. Der Heil ist hinaus und in das kahle Land. Fern jenseits der Berge, kehren niemals wieder her. Lass dein Grab schön leer. Sei verloren und vergessen. Und als das Dunkel, wo Tore stets verschlossen sind, ist die Welt der Danke, Tom. Der Bann des Hügels ist gebrochen. Kein Unhold wird je wieder dorthin zurückgehen. Ich habe den Schatz des Grabes verstreut. Es soll dem Finder gehören. Der alte Tom hat ein hübsches Spielzeug für seine Dame. Und feine Klingen für die jungen Hobbits, die sich in große Gefahr begeben. Vollkommen sauber. Von der Zeit unberührt. Ja, nochmals danke. Sie wurden vor langer Zeit vom Volk von Westernis geschmiedet. In Numenor, jenseits des Meeres. Ihre Klingen sind verzaubert, den dunklen Herrscher zu bannen. Die Könige von Numenor sind vergessen. Aber ihre Söhne durchstreifen die Einsamkeit und beschützen das einfache Volk. Ob diese Klinge einem schwarzen Reiter was anhaben kann? Der alte Tom bringt euch sicher an die Grenze seines Landes. Und da solltet ihr ins hübsche Örtchen Bree reisen. Übernachtet im tänzelnden Pony. Guter Rat. Geht voran. Alles bereit, Tom zu folgen? Wahrlich. Je weiter wir uns von den Gräbern entfernen, desto besser. Wir wollen uns sputen. Wir haben die kalten Steine der Hügelgräberhöhen hinter uns gelassen und das Bergdörfchen Bree erreicht. Heimstatt von Hobbits und großem Volk. Wir sagten Tom Lebewohl und betraten Bree auf der Suche nach einem wärmenden Feuer und einer Unterkunft für die Nacht. Endlich fanden wir ein fröhliches Gasthaus mit dem Schild des tänzelnden Ponys. Sehr schön. In diesem Gasthaus bleiben wir doch nicht, oder? Warum nicht? Tom empfahl es. Ich dachte, wir bleiben bei den Hobbits von Bree. Das wäre mehr wie zu Hause. Oh, Sam, es ist wie ein Gasthaus bei uns. Nur viel größer. Großes Gasthaus, große Mahlzeiten. Keine Bange, Sam. Alles wird gut. Vielleicht findet Sam ein Kartoffelfeld zum Schlafen. Ich melde mich beim Schankwirt, während ihr drei was zu essen sucht. Vergesst nicht, von jetzt an heiße ich Herr Unterberg. Richtig. Kommt, Sam, Pippin. Lebt wohl, Herr Unterberg. Bree statt Bree. Okay, wir müssen jetzt den Wirt finden, oder? Oh, Leben müssen wir erstmal kurz mal reinziehen. Und einmal speichern, natürlich. Oh, da können wir gar nicht her. Okay. Eine sehr alte, schöne Hütte. Mit sogar ein paar Bildern. Ich weiß zwar jetzt überhaupt nicht, wo ich hin muss. Wie gesagt, ich hab's ja schon mal gespielt, das Spiel, aber... Ah, hier sind Betten. Schlafen machen wir aber jetzt nicht. Wir wollen uns erstmal... Wie gesagt, wir müssen halt den Schankwirt treffen, damit wir uns ein Zimmer hier leisten können. Privatgemächer bestimmt von ihm. Geht's da auch noch lang? Ah. Gehen wir mal in den Raum hier rein. Ganz nur meine Freunde. Ich mag keine Hobbits. Scher dich weg. Oh, oh, oh. Hallihallo. Nali, zu euren Diensten. Sehr erfreut. Mein Name ist Unterberg. Und wie gefällt euch Bree?
Unterberg, mögt ihr es? Es ist recht schön, aber nicht das Auenland. Oder das Königreich unter dem Berg, schätze ich. Ihr wisst von Erebor? Wie ich die Heimat vermisse. Bald werde ich zurückkehren, wenn meine Angelegenheiten im Westen abgeschlossen sind. Wie freue ich mich darauf. Euch viel Glück, Nali. Euch ebenfalls, Unterberg. Möge das Auenland stets grün sein. Guck mal, Erebor ist auch wieder aus der Hobbit. Hammergeil. Mir gefällt es hier immer noch nicht. Wir sind bestimmt bald weg, Sam. Keine Bange. Das fürchte ich ja, Herr. Dass wir bald weg sind. Auf immer weg sind. Oh, oh, oh. Und der ist auch schon ein bisschen negativ eingestellt. Wir hätten schon viel früher herkommen sollen. Reichlich essen und trinken. Werdet nicht übermütig. Es könnte sich ändern. Daran denke ich, wenn es soweit ist. Bis dahin ruhe ich die Füße aus und genieße die Gastfreundschaft. Sehr schön. Fragen wir mal die Typen. Ich würde euch gerne einen Rat geben, junger Hobbit. Heute Nacht ist gefährliches Volk unterwegs. Bleibt in Sicherheit. Das hoffe ich. Ich auch. Schönen Aufenthalt. Dankeschön. Mein Gott, das ist aber nett von mir. Komm, mit dem kann man nicht reden. Mal gucken. Wer das wohl sein mag. Einen guten Abend. Sehr erfreut. Mein Name ist Unterberg. Seid ihr zum ersten Mal in einem Gasthaus? Nein, aber zum ersten Mal in diesem Gasthaus. Verstehe. Nun, wenn ihr hier bleiben wollt, solltet ihr euch beim Schankwirt melden. Wartet ihr zu lange, schlaft ihr in den Stallungen. Verstehe. Danke für den Rat. Okay. Aber ich frage noch nicht, wer das ist. Ich finde den blöden Schankwirt nicht. Hab ich doch. Ach, da ist er doch. Hallo, ich möchte... Einen Augenblick bitte. Kunz, wo bist du? Wir haben Kundschaft, hurtig. Nun aber, guten Abend, kleiner Herr. Gerstmann Butterblüm zu Diensten. Was ist euer Begehr? Unterkunft für vier, bitte. Ihr seid aus dem Auenland, wie es sich anhört. Es kommen nicht mehr viele von dort her. Auenland, woran erinnert mich das nur? Darf ich den Namen wissen? Herr Unterberg. Bei den vielen Reisenden habe ich alle Hände voll zu tun. So eine Menge wie heute hat das Haus schon lange nicht mehr gesehen. Aber ihr seid ein Hobbit. Für euresgleichen haben wir noch Zimmer. Hier ist der Schlüssel. Kunz! Kunz, du Lama-Faulpelz! Wo steckst du? Hier, Herr! Bin schon da! Wo ist Hinz? Such ihn schleunigst! Er muss sofort Ponys in die Ställe bringen! Wird erledigt, Herr! Entschuldigt, Herr. Ich muss eine Gruppe Zwerge bedienen und all diese Fremden, die den Grünweg von Süden raufkommen. Viel Arbeit heute! Ja! Das ist, ja, ne? Schön! Was geht als nächste Quest denn eigentlich? Haben wir schon was oder muss ich jetzt... Oh. Das beste Fest aller Zeiten! Ein Feuerwerk, wie es nur ein Zauberer kann! Bilbo beginnt eine lange, langweilige Rede, aber er hat ein Ass im Ärmel oder in der Tasche. Herr Unterberg, bringt besser euren Freund zum Schweigen. Bilbo sagt zu den 144 Gästen, na, ihr seid vielleicht ein Haufen Hobbits. Alle sind so beleidigt. Keiner sieht, wie er die Hand in die Tasche... Ihr solltet schnellstens etwas tun. Volk von Bre, danke für den freundlichen Empfang. Ein Lied, ein Lied. Wartet, das Beste kommt doch noch. Also gut, ein Lied. Ein alter Krug, ein fröhlicher Krug, lehnt grau am grauen Hang. Dort machen sie einen Eintopf so braun, dass selbst der Mann im Mond kam schauen und sich satt aß so lang. Wo ist der hin? Zauberei. Ha, nur Taschenspielertricks. Aber ein guter Trick. Was ihr getan habt, war schlimmer als alles, was euer Freund hätte sagen können. Es war ein Unfall. Ich muss in Ruhe mit euch reden. Hallo, wer seid ihr und was wollt ihr? Man nennt mich Streicher. Und wenn euch hilft, was ich sage, möchte ich euch begleiten. Dem kann ich erst zustimmen, wenn ich mehr über euch weiß. Ausgezeichnet. Nach dem Unfall scheint ihr wieder zu Verstand zu kommen. Pardon, ich muss ein paar Worte reden. Jeder hier muss ein paar Worte reden. Ja, ich weiß wieder, was ich vergessen hatte. Was? Über einen Beutlin aus dem Auenland, der sich Unterberg nennt. Wer hat das gesagt? Gandalf der Zauberer. Er bat mich, euch diesen Brief zu schicken, doch ich vergaß es. Er wird mich in einen Holzklotz verwandeln. Lieber Frodo, schlechte Nachrichten. Du musst vor